Ein kurzer Vorspann, der den Wahnsinn unserer Politik aufzeigt. Die Medien machen mit. Wir sehen jetzt kurz Karl Lauterbach, unseren Bundesgesundheitsminister. Es geht um das Thema Pflege. Er ist bei Hart aber fair. Also Quelle ist die ARD, Hart aber fair. Hören wir es uns mal an. Und danach sprechen wir mit einem Bundestagsabgeordneten, der im Bundestag sitzt und im Gesundheitsausschuss, was er denn zu dieser Thematik zu sagen hat. Man muss ganz klar sagen, Pflegebedürftigkeit ist leider auch ein Armutsrisiko. Wie finanzieren Sie heute den Aufenthalt im Heim von Ihrem Vater? Also das Haus hat nicht besonders viel abgeworfen und von diesen knapp 240.000 Euro ist heute nicht mal mehr ein Drittel da, weil es in die Pflege geht, also jetzt nach 4,5 Jahren, in die Betreuung. Rechnen Sie manchmal da im Kopf durch, wie lange das noch reicht? Ja, ich rechne ihm das sogar vor und mein Vater würde so gerne 100 werden und ich habe gesagt, 3, 4 gute Jahre haben wir noch und dann weiß ich es nicht. Herr Lauterbach, der Vater von Frau Karrenbauer musste das Eigenheim verkaufen, um diesen Heimplatz und die Pflege zu finanzieren. Ist das gerecht? Das kann man so und so sehen. Wenn jetzt also das Haus, was ja vererbt worden wäre, nicht herangezogen würde, sondern das würde dann beispielsweise der Steuerzahler bezahlen oder es würden die anderen, also Versicherten der Pflegeversicherung bezahlen. Daher ist meine persönliche Position, dass man das Erbe auch heranziehen sollte. Herr Lauterbach, dass man das Erbe heranziehen sollte, sonst würde es der Steuerzahler bezahlen. 250 Milliarden Euro allein der Bund seit 2015 zu Lasten für die Asylbewerber, für die Flüchtlinge. Und wir wissen, die Kosten steigen ins Unermessliche. Wenn wir uns überlegen, über 1 Billion Euro für Corona, 200 Milliarden Sondervermögen da, 100 Milliarden für die Bundeswehr und, da spielt Geld keine Rolle. Nur für die Menschen, die ein Leben lang bei uns gearbeitet haben, die willst du ausbeuten, Lauterbach, bis zum geht nicht mehr. Aber es wird noch interessanter. Hören wir es uns mal an. 1 Milliarde Euro zusätzlich für die Länder. Auch der bayerische Ministerpräsident ist nach dem Treffen nicht wirklich zufrieden. Ihm fehlt ein klares Konzept gegen illegale Zuwanderung und für die Rückführung von kriminellen Straftätern. In beiden Bereichen ist heute leider kein großer Fortschritt erzielt worden. Ja, dieses Zucken liegt nicht an uns, sondern Quelle ist Morgenmagazin. Da war die Übertragung in dieser Form nicht richtig. Ja, Herr Söder, wenn Sie in der Vergangenheit einmal dafür gesorgt hätten, dass Sie beim Thema Asyltourismus geblieben wären und wären hart geblieben gegenüber Angela Merkel, dann würde sich vieles jetzt anders darstellen. Aber der Zeitgeist von Herrn Söder, der mag jetzt in dieser Form richtig sein, aber der wandelt sich sicherlich in der Farbe wie ein Chamäleon. Wenn wir uns anschauen, das ist ein SPD-Landrat zur Migrationskrise, haben politische Eliten, die in Illusionen leben. Das ist ein SPD-Landrat. Also es gibt auch bei der SPD durchaus noch vernünftige Menschen. Wir hatten ja einst die Skandale, jetzt sehen wir hier, Bund hat 2023 flüchtlingsbezogene Ausgaben von 27 Milliarden Euro. Wenn wir uns überlegen, 27 Milliarden Euro dafür, dass wir sagen, wir haben offene Grenzen, die Türen sind offen, kommt rein in unsere Sozialsysteme, Bürgergeld, Geld spielt keine Rolle. Aber für die Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben und die hilfsbedürftig sind, da überlegen wir, denen letztlich alles abzunehmen. Und das tut man ja weiter mit der Grundsteuer, das tut man weiter mit dem Sanierungsgesetz und. Den Bürgern in die Tasche greifen bis zum geht nicht mehr. Skandinavische Länder machen es übrigens anders. Die skandinavische Härte gegen Migranten zeigt Wirkung. Lange waren Schweden und Dänemark bevorzugte Länder für Asylsuchende in Europa. Doch inzwischen liegen sie in den Ranglisten deutlich hinter Deutschland. Ja, weil sie Sachleistung geben, weil sie nicht jeden hereinlassen. Keine Frage. Und ein skandinavischer Minister sagt also, er berät also hier, Brüssel berät über die Verschärfung seiner Asylpolitik. Während Deutschland bremst, macht Dänemark Druck. Integrationsminister Kaare Dybvad Bek wirbt für die Durchführung der Asylverfahren in Drittländern und erklärt, warum Kopenhagen nur wenigen Asylbewerbern Aufenthaltstitel gewährt. Also wir werden mehr Zäune und Stacheldraht brauchen. Es ist zwangsläufig so, denn die Städte, die Innenstädte haben sich verändert, auch auf der Fläche. Und da rede ich Deutsch. Ich möchte in einem Land leben, in dem ich gut und sicher lebe, auch unsere Schulkinder. Und vor allen Dingen, in dem wir nicht überfordert werden, indem man sagt, so, ihr habt das zu nehmen, sonst machen wir daraus, nehmen wir die Turnhallen, nehmen eine Reha-Klinik oder was auch immer. Und ein griechischer Minister sagt klipp und klar, Flüchtlinge laufen großzügigen Leistungen hinterher.
keine Frage, das ist der Fall. Halleluja, und da muss ich etwas ändern. Und jetzt begrüßen wir Martin Siechert. Ihr kennt ihn, Mitglied des Deutschen Bundestages und des Gesundheitsausschusses. Liebe Zuschauer, einer, der es anspricht, Martin Siechert, Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied im Gesundheitsausschuss, oft bei uns gesehen. Lieber Martin Siechert, schon ein paar Mal versucht, uns die Sendung zu nehmen, aber immer wieder auf Sendung. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, hallo liebe Zuschauer. Ja, die Wahrheit scheint, Sie haben es im Bundestag schon ein paar Mal gesagt, verpönt. Lassen Sie uns über die Thematik reden. Die Zuschauer haben im Vorspann gesehen, Karl Lauterbach bei Hart aber fair. Er findet es richtig, dass Menschen, die zur Pflege, die in die Pflege müssen, pflegebedürftig sind, dass die ihr Hab und Gut bis aufs letzte Hemd weggeben müssen. Andererseits sehen wir, was für die Flüchtlinge ausgegeben wird. Und hier hat es kein Ausspielen, sondern man muss einfach darüber reden. Wie gehen Sie denn damit um? Ja, es sind ja nicht nur die Flüchtlinge, es ist ja alles Mögliche, wofür man Geld hat. Ich meine, wir finanzieren Atomkraftwerke in Frankreich. In Deutschland schalten wir die Atomkraftwerke ab. Wir finanzieren Genderprojekte überall auf der Welt. Und in Deutschland haben die Bürger immer mehr Probleme mit steigenden Preisen, mit steigenden Lebenshaltungskosten und eben auch letztlich mit einem Staat, der die Sozialleistungen auch immer weiter zurückfährt, gerade im Gesundheitswesen, wo die Leute, die gesetzlich versichert sind, inzwischen viele Monate häufig auf Arzttermine bei Fachärzten warten müssen, in manchen Bereichen sogar über ein Jahr Wartezeit haben. Das passt einfach nicht zusammen. Die Prioritätensetzung ist da völlig verrückt und die muss wieder gerade gerückt werden. Herr Siechert, wenn wir jetzt überlegen, es wird immer so getan, wenn jemand Immobilienbesitz hat, als hätte er es gestohlen. Es sind schlimm und das muss auf jeden Fall, wir haben ja jetzt A, die Grundsteuer, B, das Sanierungsgesetz und jetzt, dass jemand sagt, das war ja die Schauspielerin, die dann gesagt hat, mein Vater soll 100 Jahre alt werden, aber ich weiß nicht, die nächsten 3-4 Jahre wird es noch reichen, aber wie lange es noch reicht, wissen wir nicht. Auf der anderen Seite geben wir 27 Milliarden für Entwicklungshilfe aus und ich glaube, Sie sind dahinter gekommen, auch für Indien und China. Würden Sie die Zuschauer da mal informieren? Ja, es sind sogar 33 Milliarden letztes Jahr gewesen, die wir für Entwicklungshilfe ausgegeben haben und unter anderem für Indien, für China. China ist die weltgrößte Wirtschaftsmacht und die bekommen Entwicklungshilfe von uns. Und das ist einfach Wahnsinn, was wir da machen, wo wir überall die Gelder hinverteilen. Und mit diesen 33 Milliarden könnte man in Deutschland eine Menge Gutes machen. Man könnte beispielsweise jedem Rentner die Rente um 1500 Euro pro Jahr erhöhen oder man könnte die Pflegebeiträge deutlich senken oder man könnte dafür sorgen, dass die Armutsgefährdung viel mehr abnehmen würde. Also man könnte damit eine Menge machen, aber wir haben das Geld ja für alle Welt. Und wenn ich mir anschaue, wir haben auch 14 Milliarden beispielsweise alleine für Rüstungsexporte und Unterstützung der Ukraine ausgegeben im letzten Jahr. Diese 14 Milliarden, die fehlen natürlich an allen Ecken und Enden. Und als Gesundheitspolitiker erlebe ich jetzt, dass man jetzt mit diesem aktuellen Pflegereformgesetz die Bundesregierung sich ermächtigen lassen will, künftig, dass sie ohne Zustimmung des Parlaments jederzeit die Pflegebeiträge anheben kann. Wir hatten gestern auch öffentliche Anhörungen dazu im Deutschen Bundestag und da haben uns die Experten ganz klar gesagt, dafür gibt es eigentlich überhaupt keine Grundlage, weil so plötzlich einen Finanzbedarf bei der Pflegeversicherung gibt es nicht, dass man sich diesen einen Monat, den es ungefähr dauert, bis ein Gesetz durch den Bundestag durchgeht, dass man sich diesen einen Monat abkürzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Regierung will immer mehr Macht bei sich, die will die Menschen immer abhängiger vom Staat machen und dagegen müssen wir uns wehren. Das haben wir bei Corona schon gesehen, wozu ein übergriffiger Staat führt und wir sehen es in allen möglichen Bereichen auch und die momentane Regierung betreibt eigentlich alles, um den Leuten das Geld mit beiden Händen aus der Tasche zu ziehen und es in alle Welt umzuverteilen oder für irgendwelche ideologischen Projekte umzuverteilen, wo gewisse Lobbyisten, ich sag mal, das ganze Wirtschaftsministerium ist ja schon fast Clankriminalität, was die da machen, um das da unter ihren eigenen Leuten umzuverteilen. Und das kann es nicht sein. Ja, ein Aspekt, es wird von Geld gesprochen, aber es stecken immer menschliche Schicksale dahinter. Und wenn wir sehen, die Ministerpräsidentenkonferenz, die stattgefunden hat mit Olaf Scholz, im Grunde genommen ist es so, es sind ja keine Lösungen. Markus Söder sagte, und liebe Zuschauer, die Bilder, die Sie sehen, die so ruckeln, das liegt nicht an uns, das ist eine schlechte Übertragung vom Morgenmagazin gewesen. Also Sie zahlen viel Geld und haben schlechte Qualität, auch in der bildlichen Darstellung. Aber wenn wir hören, Markus Söder sagt, wir lösen ja damit keine Probleme. A,
den ungezügelten Zustrom werden wir so nicht abhalten und B, wir kriegen die Kriminellen nicht mehr los. Die Wichtung, die wir hier seit 2015 sehen, was Sie angesprochen haben, ca. 250 Milliarden hat es bisher gekostet von 2015 bis jetzt. Ja, aber nur auf Bundesebene. Also da kommen ja noch die Kosten für die Länder und für die Kommunen dazu. Und das sind immense Kosten, die Bürger da tragen. Und das sind Riesensummen, die da umgesetzt werden. Die Asylindustrie, da verdienen einige Leute sehr, sehr, sehr gut. Auch einige Organisationen, große Organisationen, verdienen da sehr, sehr gut. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass das Geld an allen Ecken und Enden fehlt. Und wie Sie auch sagen, da hängen jeweils immer Einzelschicksale dahinter. Ich kenne jetzt momentan beispielsweise den Fall, in Niedersachsen gibt es momentan zwei größere Sammelunterkünfte, wo man jetzt Leute hinverteilt. Und das eine ist in einem 1800-Einwohner-Dorf. Wo in einem 1800-Einwohner-Dorf jetzt irgendwie auf einen Schlag 400 Asylbewerber reinkommen sollen und das mitten in einer Ferien- und Urlaubsregion, wo die ganzen oder ein großer Teil der Touristen jetzt schon gesagt hat, nee, dann kommen wir da nicht hin, weil die Touristen, die da hinkommen, das sind hauptsächlich Leute aus Deutschland, aus Gebieten wie im Ruhrgebiet oder so, die sagen, nee, also die Zustände, die ihr dann da habt, die haben wir schon zu Hause in Duisburg oder wo auch immer, dafür brauchen wir nicht jetzt zu euch zu kommen und da Urlaub machen. Und wir sehen da riesengroße Verwerfungen und ich muss ganz ehrlich sagen, auch Markus Söder ist da völlig unglaubwürdig. Ich komme gerade hier aus einer namentlichen Abstimmung im Deutschen Bundestag und da ging es worum? Da ging es darum, dass die Union jetzt beantragt hat, dass man doch bitte konsequenter abschieben soll. Das Problem ist gar nicht das konsequente Abschieben, das Problem ist, dass wir jeden hier ins Land reinlassen. Ja, wir nehmen hier Kolumbianer inzwischen in Massen auf in Deutschland, die vor den Drogenkartellen fliehen. Und wer flieht in Kolumbien vor den Drogenkartellen? Na, die Mitglieder anderer Drogenkartelle, weil die sich gegenseitig bekriegen. Und damit kriegen wir hier dann auch eine Drogenkartellinfrastruktur von Kolumbianern in Deutschland, die wir definitiv nicht haben wollen. Und so sehen wir das in vielen Bereichen. Ich meine, der Miri-Clan hat Bremen unterwandert. In Berlin haben wir die Clans, die ganze Stadtbezirke kontrollieren und so weiter und so fort. Eigentlich müssten wir als Deutsche endlich mal dafür sorgen, dass die Leute an der Grenze schon aufgehalten werden. Aber dazu ist man weiterhin politisch nicht bereit. Weder die Union, noch die SPD, noch die FDP, noch die Grünen oder die Linken sind dazu bereit. Und solange wie sich das nicht ändert, werden die Probleme immer mehr und nur wachsen. Sie sprechen davon, dass die Parteien sich nicht ändern oder die Politiker in der Form, die Sie eben genannt haben, sich nicht ändern. Da wäre es auch entscheidend, dass die Menschen aufwachen und sagen, Moment, was passiert denn in unserem Land? Das heißt also, es ist ja nicht bloß in den Städten, sondern es ist auch in der Fläche, dass es immer mehr Probleme gibt. Es gibt im Übrigen, das haben wir im Vorspann eingeblendet, einen SPD-Politiker, der sagt, wir haben politische Eliten, die in Illusionen leben. Das merken wir ja. Und das, liebe Zuschauer, nochmal in aller Deutlichkeit. Wenn jemand sagt, was haben Sie denn für eine Ansicht, das ist ja rassistisch. Ich habe keine rassistische Ansicht, sondern ich sage, die Leute, die hier in dem Land leben und ein Leben lang gearbeitet haben, haben das Recht, als Erste bedient zu werden, ohne Wenn und Aber. Und wir sind nicht das Armenhaus der Welt. Wenn wir uns dann bitte anschauen, den skandinavischen Weg, den wir in Dänemark und Schweden sehen, der hat ja enorm zu Erfolg geführt. Das heißt also Härte, Sachleistung zum einen und zum anderen sagt ein dänischer Minister, wir werden nicht umherkommen, Zäune zu bauen und Stacheldraht. Denn sonst werden unsere Länder sich in einer Form verändern, wie wir das nicht mehr wollen. Und wir erleben es ja tagtäglich. Wir erleben ja auch, dass gerade die Grünen, die diese Politik am stärksten vorantreiben, dass die das ja auch alle realisieren. Herr Habeck, der ja auch immer hinter dieser grünen Politik so massiv steht, der schickt seine Kinder in Dänemark auf die Schule. Ja, weil der denen die Zustände an deutschen Schulen offensichtlich nicht zumuten möchte. Das ist doch die Realität, über die wir reden müssen. Dass wir gewisse Eliten haben, die sich diesen ganzen Situationen, die sie selber verursachen, für die Masse der Leute dann entziehen und die in einem Elfenbeinturm leben. Und wenn der Deutsche Bundestag jetzt beschlossen hat, dass wir jetzt Bürgerräte brauchen, also Entschuldigung, aber da stehen mir die Nackenhaare zu Berge, weil das ist der größte Angriff auf die parlamentarische Demokratie, den man überhaupt fahren kann, zu sagen, ja, die Abgeordneten sind nicht mehr die Repräsentanten der Bürger und des Volkes, sondern die brauchen jetzt Bürgerräte, die ihnen beibringen, was die Bürger interessiert. Also dann muss ich sagen, wenn ich so weit bin als Parlament, dann muss ich eigentlich konsequent sein und muss sagen, wenn die Abgeordneten nicht dazu geeignet sind, die Bürger im Land zu repräsentieren und nicht wissen, was die Bürger bewegt, dann muss ich Neuwahlen des Parlaments ausrufen, damit ins Parlament Abgeordnete einziehen können, die wirklich wissen, was die Bürger im Land bewegt. Aber so weit sind wir inzwischen schon gekommen, dass wir jetzt hier Bürgerräte haben, die dann gezielt ausgewählt werden. Da ist unter anderem ein Kriterium, ganz lustig bei diesen Bürgerräten, ob sie sich vegan oder vegetarisch ernähren.
ist eines der Kriterien mit, nachdem diese Leute dann da ausgesucht werden. Da kann man sich schon mal vorstellen, wer dann da wieder reinkommt in diese Bürgerräte. Da macht man jetzt dieses, das nächste Legitimationsgremium für diese woke linksgrüne Politik, die Deutschland in den Abgrund führt. Und das merken immer mehr Menschen. Und Sie haben es vorhin auch angesprochen, auch bei der Bauwirtschaft. Jeder, der irgendwie Eigenheimbesitzer ist oder sowas, der wird ja fast schon wie ein Krimineller behandelt. Als Melkkuh überhaupt, der soll jetzt dann da irgendwie die Wärmepumpe einbauen, wo keiner weiß, wie das überhaupt mit den Stromnetzen laufen soll mit der Wärmepumpe, weil die dafür gar nicht ausgelegt sind, dass plötzlich alle Leute mit der Wärmepumpe heizen. Und auf der anderen Seite da auf die Leute Kosten im hohen 5- oder sogar 6-stelligen Bereich, wenn sie einen Altbau haben und das ganze Haus sanieren müssen, auf die Leute zukommen, was sich die Leute nicht leisten können. Und dann wundert man sich, dass die Immobilienpreise durch die Decke gehen, dass die Mieten durch die Decke gehen, weil keiner mehr bereit ist, selbst irgendwo ein neues Haus zu bauen, weil er sagt, ich weiß ja nicht, was denen nicht in einem Jahr oder in 2 Jahren einfällt. Das ist völlig unkalkulierbar für mich. Und ich kenne es auch von meinen Nachbarn, die jetzt sagen, ja, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das jetzt alles finanzieren sollen, wenn wir jetzt die Heizung umstellen sollen, weil wir haben sowieso noch Kredit laufen, um entsprechend hier abzubezahlen, unsere Immobilie. Und mit 20.000 bis 30.000 Euro zusätzlichen Kosten, die da oben drauf kommen, da wissen wir gar nicht, wie wir das zu finanzieren haben. Und das sind Leute, für die weder die Grünen noch sonst wer irgendwie Geld vorsieht, weil das ganz normale Mittelschicht ist, die arbeiten geht, die mehrere Jobs sogar hat, die von früh bis abends unterwegs sind, um zu gucken, dass sie sich wenigstens ab und zu mal noch einen Urlaub leisten können. Und die Leute setzt man jetzt in existenzielle Nöte seitens der Bundesregierung. Und das ist völlig irre, völlig irre. Zumal diese ganze Politik, also das, was wir in einem Jahr an CO2 ausstoßen oder einsparen, das bläst China in einer Woche in die Luft. Und das ist völliger Wahnsinn, was wir da machen. Zumal China momentan massenhaft Kohlekraftwerke baut, um seinen Energiehunger zu stillen. Und hier in Deutschland soll doch bitte alles irgendwie nur noch mit Wind und Solar und sonst was betrieben werden, zu jetzt schon den weltweit höchsten Stromkosten, mit weiter steigenden Stromkosten. Und bei diesen Weltrekordstromkosten sollen die Leute dann auch noch bitte mit Strom ihre Mobilität machen und mit Strom ihre Wohnung beheizen und so weiter und so fort. Das ist alles nicht mehr bezahlbar, das wird alles zum Luxusgut. Tja, wenn Martin Sichert einmal loslegt, legt er los. Ne? Da kann man nicht anders sagen. Er will was loswerden, ich verstehe Sie. Herr Sichert, wenn wir uns jetzt bitte anschauen, das Thema Bürgerrat, das ist ja zunächst mal für den geneigten Zuschauer, dass man sagt, ach, da habe ich ja Mitspracherecht. Aber Sie sprachen schon eines an, es ist ja nichts anderes wie eine NGO, wie Gesellschaften, die wir Demokratieförderungsgesetz, in aller Regel werden hier linke NGOs gefördert, ob das Steuer ist, wie es auch immer heißt, deutschen Weißbrote, Rassismus hört erst auf, wenn Deutschland ausgerottet ist, solche Dinge. Da liegt doch Ihre Befürchtung, weil der Zuschauer wird jetzt fragen, was hat denn der Herr Sichert gegen Mitspracherecht? Ich glaube, gegen Mitspracherecht haben Sie nichts. Wenn Sie es nochmal erklären, ganz kurz. Also ich bin bitte total ganz für kurz. Mitspracherecht. Ja, bitte kurz fassen. Ja. Genau, mache ich. Ich bin total für Mitspracherecht. Deswegen wollen wir ja auch direkte Demokratie wie in der Schweiz. Das wäre richtige Mitsprache der Bürger. Was macht man hier? Man macht Bürgerräte. Das sollen 160 ausgewählte Bürger sein, die man nach verschiedenen sozialen Kriterien auswählt. Wie gesagt, eins der Kriterien ist vegan, vegetarische Ernährung und so. Denen werden dann Fachleute an die Seite gestellt, die ihnen doch dann sie dabei beraten, was für Empfehlungen sie doch dann dem Bundestag geben sollen für politische Entscheidungen. Und das ist genau das, wo es hingelaufen wird, dass wir dann im Bundestag hören, dass die Bürgerräte jetzt gesagt haben, wir müssen, keine Ahnung, Insekten essen, ist ganz toll für die Bevölkerung oder so. Weil den Leuten das eingeredet ist und man die Leute vorher danach ausgesucht hat. Und das kann es nicht sein. Wir wollen keine Räterepublik, wir haben eine repräsentative Demokratie. Diese Bürgerräte sind auch null durch das Volk legitimiert. Und es ist eigentlich Aufgabe der Abgeordneten, die Bürger zu repräsentieren. Und wenn die Abgeordneten das nicht mehr können und selbst sagen, sie können das nicht mehr, dann muss es eigentlich Neuwahlen geben, dass Abgeordnete in den Bundestag kommen, die das Volk repräsentieren können. Bitte kurze Antwort, ja oder nein. Sie sind also, so wie es in der Schweiz erleben, für Volksabstimmung, dass man sagen kann, die direkte Demokratie. Ja. Jawohl. Ein griechischer Minister sagt, Flüchtlinge laufen großzügigen Leistungen hinterher. Der muss es wissen. Liegt der falsch? Nein. Wir wissen doch schon seit langem, dass die Leute nicht zu uns kommen, vor allem weil sie irgendwo verfolgt sind oder Schutz vor irgendwas suchen oder sowas, sondern weil sie durch den Sozialstaat angezogen werden massiv. Wir sehen es beispielsweise bei den Ukrainern, um nur mal ein Beispiel zu nennen, wo es eine ganze Reihe Leute gibt, die aus der Ukraine, die in Polen gearbeitet haben und jetzt den Weg nach Deutschland gefunden haben, weil in Deutschland die Sozialleistungen für sie attraktiver sind, als wenn sie in Polen arbeiten gehen.
Und das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir mit den Leistungen des Sozialstaats lauter Leute nach Deutschland locken, die absolut niedrig qualifiziert sind, weil je niedriger ich qualifiziert bin, umso größer sind diese Verlockungen natürlich für mich, die der Sozialstaat zu bieten hat, weil umso niedriger mein sonstiges Lebensniveau im Herkunftsland ist. Herr Sichert, Lösungen, einmal Lösung, Thema Pflege. Sind Sie dafür, dass Menschen ihr Hab und Gut alles aufgeben und wenn sie dann plötzlich 84 Jahre alt sind, haben nichts mehr, dass sie sagen, also jetzt habe ich nur noch einen Weg zu sterben? Frage 1. Frage 2. Wie sichern wir uns, dass wir sagen, die Flüchtlingsströme in dieser Form sind nicht mehr machbar? Was machen wir? Also Frage 1 Pflege, Frage 2 Flüchtlingsströme. Mach mal erstmal die Pflege. Bei der Pflege, nee, definitiv nicht. Weil letztlich, das ist ja was sich die Menschen aufgebaut haben. Und die Menschen haben ja auch in die Pflegeversicherung eingezahlt und in diese ganzen Sicherungssysteme. Und dann müssen diese Sicherungssysteme auch entsprechend in der Lage sein, das zu gewährleisten. Das könnten wir auch durchaus machen, wenn wir nicht so viele Leistungen aus den Sozialsystemen für alles mögliche andere hernehmen würden und wenn wir dafür sorgen würden, dass das Geld, was in Deutschland sozusagen umverteilt wird, vornehmlich den deutschen Bürgern zugutekommt. Dann könnte man das problemlos auch realisieren, dass man sagt, wir sorgen dafür, dass wenn du pflegebedürftig bist, dass du auch eine vernünftige Versorgung bekommst, die entsprechend finanziert ist. Ungezügelter Zuzug stoppen. Ungezügelter Zuzug muss gestoppt werden. Es ist eine extremistische Position zu sagen, wir machen einen ungezügelten Zuzug. Das macht kaum ein Land auf der Welt. Das gibt es so in der Form eigentlich nur in der Europäischen Union. Wir brauchen entsprechend Außenkontrollen und wir müssen endlich dazu übergehen, dass wir sagen, wer hier Asyl beantragt, da machen wir Asylzentren außerhalb der EU, der wird dahin gebracht. Dort wird dann entschieden, ob derjenige wirklich asylberechtigt ist. Und wenn er wirklich politische Verfolgung nachweisen kann, und das sind nur ein paar tausend Menschen pro Jahr, die das wirklich nachweisen können, die wirklich politisch verfolgt sind, dann kann er nach Europa bzw. nach Deutschland kommen. Und alle anderen, muss man sagen, sucht euch ein anderes Land. Oder qualifiziert euch entsprechend und sagt, wir sind toll für den Arbeitsmarkt und sucht euch einen Arbeitgeber in Europa, der euch anstellt. Aber wir können keine weitere massenhafte Zuwanderung in die Sozialsysteme zulassen. Ich hatte vorhin eins, habe ich vergessen noch zu fragen. Robert Habeck schickt seine Kinder tatsächlich in Dänemark auf die Schule? Ja. Jawohl. Also liebe Zuschauer, das lassen Sie sich mal bitte durch den Kopf gehen. Robert Habeck schickt seine Kinder in Dänemark zur Schule. Aber wie gesagt, er konnte noch nie was mit Vaterland und Deutschland anfangen. Da muss man sich nicht wundern. Ja, jemand, der Deutsch spricht, der erklärt, der keiner Frage ausweicht. So kennen wir Martin Sichert. Herr Sichert, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bleiben Sie wehrhaft. Herr Weber, es war mir wieder eine besondere Freude. Bis demnächst. Tschüss.